So, machen wir nochmal von hier weiter. Genau, also ich habe am Anfang habe ich halt hier so gedacht, so, boah, hier, die haben noch richtig diesen Zugang zu dieser ursprünglichen verwurzelten Maori-Kultur hier und dass so, ja, wir in Deutschland haben eigentlich komplett unsere Wurzeln verloren, weder die Sprache der, ja, die Ursprache vielleicht, noch irgendwie groß. Die Lebensrituale, Spiele von Germanen oder Kelten ist nicht mehr so viel übrig. Dass ich das Gefühl haben würde, ich hätte noch irgendwie so richtig so eine Urkultur, Wurzeln, Kontakt zu und hier ist es so. Aber hier sind die auch ja, eigentlich dadurch, dass das für ihnen verboten war, halt ihre Sprache zu sprechen, für eine Generation, fehlt ihnen eigentlich auch so der richtige Zugang zur verwurzelten Kultur und Lisa möchte das eigentlich hier so wieder schaffen und aufbauen. Das finde ich auch echt total super. Und vor allem halt den jungen Leuten die Identität und Zugehörigkeit und wohin mit sich in der Welt, die sich dann hier umbringen. Das ist ja generell ein Problem, dass sich viele junge Leute, indigener Völker, umbringen, sei es Native Americans oder halt hier. Denen halt den Ort geben, dieses Gefühl wieder zu bekommen. Genau, jetzt gehe ich mal wieder weiter. Das finde ich echt richtig gut. Ja, aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen schwierig. Weil dann da diese Trennung dann wieder entsteht. Ich bin Maori, du bist vielleicht kein Maori. Aber was macht dich dann zum Maori eigentlich aus? Also wird das eigentlich dann, glaube ich, eher offen für jeden halten, der gerne da rein möchte in diese Maori-Kultur. Frage ich mal sie, ob wie sie das eigentlich sieht, wer für sie Maori ist. Wieder voll mit dem Zeug. Genau, das wäre das Dritte. Ich spreng gerade überall so ein bisschen. Hier haben wir sogar Löwen. Ne, das denn aber auch schon mal Löwenzahn hier gesehen, was gar nicht so oft in Neuseeland ist. Das dritte Thema ist nämlich, ich habe halt die Apfelbäume gesehen. Hier haben wir nochmal Kiwi mit dieser witzigen Weide, die hier so gewachsen ist, so als Bank. Aber ich habe noch keinen Nussbaum gesehen. Und ja, allgemein könnte hier mehr an zum Beispiel Felsenbirne, finde ich immer super. Und ein Pflaumenbaum weiß ich von. Aber halt mehr Pflaumen, Mirabellen sind halt auch sehr ertragsreich. Und eine ganze Menge anderes, das habe ich ja das Spiel ja dagelassen, an Fruchtsträuchern, Nüssen, Bäumen, die man halt hier halt noch anpflanzen könnte. Das finde ich noch ein bisschen wenig bisher. Kartoffelfeld habe ich bisher auch nicht mehr so entdeckt. Hier noch das coole Gewächshaus, das sieht echt gut aus, was Tomaten angeht. Und Chilis und hier haben wir diese Zitronengurken, Zitronenmelonengurken oder so. Und guck, die Tomaten sind echt. Ja, also, sieht man das so schon groß? Ja, das läuft echt gut hier mit dem Gewächshaus. Tomaten. Weil ich immer gehört habe, dass die mehr Kalorien verbrauchen sollen, als dass sie einen bringen, wenn man sie isst. Aber sie sind lecker, ne? Und geben Umami-Geschmack so ein bisschen. Ja, schauen wir hier nochmal weiter. Also es fehlt für mich so ein bisschen so, dass sie schimpft dann so auf das System und alles und wie schlecht das alles ist und wir wollen hier Maori und Permakultur und so, aber dafür sehe ich so ein bisschen wenig, dass sie wirklich halt von ihrem Land leben. Also ich habe so einen geilen, schon gesagt, so einen geilen Salat gestern gemacht und da wurde ja gar nicht so viel von gegessen. Wir hatten dann so eingekauft, ja, Weißbrot und Käse, womit sie eine Landwirtschaft unterstützen, die total zerstörend ist und das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen. Und dann nochmal die Supermarktkultur unterstützen und dann nochmal ihren Körper halt vergiften mit dem Schlimmsten, was man so essen kann. Ja, und dann gab es später irgendwie noch so einen Gemüsesuppentopf, den der Ali hier gemacht hat aus Marokko, der seit 12 Jahren hier ist.
Und da waren auch so Hühnerschenkel drin und die waren es nicht. Hier ist so ein Material-Ressourcenlager. Ich hoffe, ich habe die Kamera gar nicht so die ganze Zeit gehalten. Wo man noch irgendwie was von vielleicht mit anfangen kann. Ja, und diese Hühnerbeine, die da drin waren, ich habe es nur gesehen, das sah mir jetzt nicht danach aus oder ich habe es auch nicht mitbekommen, dass es jetzt von ihren eigenen Hühnern wäre. Ja, das heißt, dabei laufen hier haufenweise Hasen rum, die man und Possums, die man einfach mit der Slingshot, also mit diesem Ding hier und dann mit so einem Gummi und so einer Kugel, die sind halt direkt vor dir, ne? Also ich meine, wenn man schon Fleisch essen will, ja, dann doch das Fleisch, was auf deinem Land irgendwie wächst, was ansatzweise gesund ist und nachhaltig. Also wenn man das schon tut, dann bitte, dann erlegt dann die Tiere, die hier auf deinem Land sind und deine, die Opossums, die knabbern halt die, also die richten halt auch Schäden an den Obstbäumen und so weiter. Die sind halt generell ein Problem hier in Neuseeland. Das habt ihr bestimmt mal mitbekommen, wenn ihr euch mit Neuseeland beschäftigt habt. Und das ist halt sowieso noch, ich würde eigentlich gerne mal so eine komplette Permakulturanalyse von Neuseeland mal machen. Werde ich auch noch machen, denke ich, wenn ich hier fertig bin. Und auch das sage ich schon mal. Genau, ja. Also ich war jetzt auf der Südinsel einen Monat und die Ostseite ist einfach komplett zerstörtes Farmland mit Kühen, so gut wie keine Bäume. Also es ist wirklich einfach Wüste, einfach wirklich Wüste, ja. Total abgefuckt, so. Und die Westseite, da gibt es noch richtig schönen Buschwald, teilweise noch richtig ursprünglich erhalten. Und da sagen sie mal, ah, die Opossums, die machen uns den Wald kaputt, die knabbern an den Bäumen und die töten die Kiwivögel. Was machen sie? Die werfen Gift über die ganzen Wälder ab, um die Opossums zu töten, ja. Können genauso gut die ganzen Kühe vergiften und die ganzen, und sagen, weil die Kühe, die haben den ganzen dafür gesorgt, dass es keinen Wald mehr da gibt, also die ganzen Wiesen. Wenn sie die Kühe nicht haben, dann haben sie viel mehr Platz wieder für Wald und für Kiwivögel, ja. Aber die bösen Opossums, und die müssen dann vergiftet werden, und da würde ich einfach sagen, ey, weniger, wenn ihr Fleisch esst, dann esst Possumfleisch. Ich habe das ja vor 7 Jahren probiert, das war echt lecker, also richtig lecker. Und ja, dann sollen die wenigstens Possums schießen und fallen und töten und sonst was, anstatt das Geld in Gift reinzustecken, lieber so eine natürliche Jagd auf Possums machen und ja, das halt als tolles Delikatessfleisch, Superfood als Fleisch anzubieten, fände ich halt viel intelligenter. Aber ja, hier läuft auch vieles neben dieser 100% pure New Zealand Marketing-Sache, Tourismus. Hier in Neuseeland ist noch so super toll. Wenn man halt dahinter schaut, sieht man halt ganz viele Schwachstellen. Ja, das dazu. Also ich würde halt hier, wenn ich hier einen mache auf, wir sind gegen Regierung und System und wir wollen hier unser Maori-Tribal-Leben zurückhaben und so weiter. Gut, also bei der Lisa muss ich auch sagen, die kann das gar nicht alles machen, weil die hat echt so vieles. Also die arbeitet auch in der Schule, da hat die Bäume gepflanzt. Die stemmt das ganze Projekt hier. Mit, weiß nicht, 10 Leuten, die jeden Tag Airbnb rein und raus gehen. Jetzt ist da ihre Tochter vom Bruder, hat sich umgebracht. Die hat genug Baustellen und Co. Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass sie jetzt noch ein Kaninchen schießen muss und das erlegen muss und alles. Also so will ich das gar nicht gesagt haben. Aber das ist halt dann so schwierig, auf der einen Seite gegen das System so zu schimpfen und auf der anderen Seite immer noch so viel davon rauszuziehen. Ja, da wäre ich dann vorsichtig. Also ich bin ja auch jetzt nicht hundertprozentig da raus. Und natürlich gibt es Sachen, die ich kritisiere und Co. Wo ich sage, das und das ging besser, das Bildungssystem oder so, das könnte ja halt ganz anders aussehen. Ja, aber wenn jetzt, sage ich mal, von jetzt auf gleich alles zusammenbricht, dann komme ich vielleicht noch klar. Also, ich fühle mich ziemlich gut, dass ich klarkomme, aber wenn ich in Deutschland bin, 80 Millionen Menschen, die meisten davon werden nicht klarkommen, wenn die Hunger haben, dann ja, gehen sie vielleicht über Leichen.
Und das ist ein viel größeres Ding. Also insofern kann ich froh sein. Naja, irgendwann muss es ja sowieso kommen. Frage halt wann. Wie bald? Wo bin ich, wenn es ist? Ja. Genau. Aber insofern bin ich ja halt auf einer gewissen Ebene halt noch dankbar, dass alles so läuft und ich hier rumtingeln kann und Videos machen kann und so witzige Sachen halt. Ja. Genau. Also das waren die drei Sachen, die ich jetzt so ein bisschen aufgegriffen habe. Ich bin jetzt eigentlich ziemlich durch. Also ich habe das Grundstück jetzt hier alles gesehen. Hab da eine Idee von. Ich gehe nochmal so ein bisschen. Wir haben halt hier einmal diese Lebensbaum-Windbrecher. In der, ja, so ein bisschen Nord-Süd-Ausrichtung. Und da hinten haben wir auch mal diese großen Kiefern. Davon gibt es halt richtig viele. Sorry. Davon gibt es halt richtig viele Neuseeland, die richtig fett sind. Und dann gibt es halt diese Pionier-Kanuka-Sträucher so ein bisschen, die hier so ab und zu mal wachsen. Ja, wie gesagt, keine Walnussbäume bisher in Sicht. Oder halt, was man hier auch noch machen könnte, wären halt die Pinien. Also hier ist es ja warm genug, dass die Pinienkerne reifen lassen können. Also richtige Pinien zum Essen pflanzen. Und ja, ich glaube, ich werde sie da noch so ein bisschen beraten, was sie alles hier pflanzen kann. Jetzt habe ich hier vorhin da die Brombeeren alle entfernt. So. Auch hier cool mit Macheten. Aber hatten leider keinen Schärfstein. Mit stumpfen Macheten rumzuschlagen ist dann auch nicht so cool. Ja, aber zumindest cool, dass sie die Macheten überhaupt hatten. Ich guck mal, wo finde ich sie? Mein Werkzeug. Ah, wo ist mein Werkzeug? Ja, hier habe ich wieder einiges an Brombeeren weggemacht. Ist auch interessant halt, dass hier so die Brombeeren wachsen. Also sehr viel wuchern. Das ist halt also so immer das Ding, wenn man so einen Waldgarten macht und sehr viele quasi immer so das Edge hat. Also nicht richtigen Wald und auch kein komplett nur Gemüsebeet, sondern immer so quasi so Bäume, Lichtung. Dann hat man halt viele Pflanzen, die halt besonders gerne quasi zwischen Wald und Lichtung wachsen. Das sind halt auch sowas wie Brombeeren. Zwar da, wenn ein System gestört ist, dann wachsen Brombeeren da und quasi Baustellenstopp. Die Natur braucht hier selbst Regenerationszeit. Oder halt auch andere Pflanzen, die zieht man halt zwangsläufig in sein Waldgartensystem rein, weil das einfach ihr Spot ist. So. Ja, aber die muss es nicht geben. So, noch die Macheten zeigen. Aber sind irgendwie wohl andere, die jetzt weggenommen. Auf jeden Fall wichtig, die schön schärfen zu können mit der Flex in einem Rand, weil alle Macheten, die man kaufen kann, die haben so einen viel stumpferen Winkel, wie die halt angeschliffen sind. Ich würde die halt viel spitzer anschleifen. Da geht das da wie Butter durch und nicht wie mit so einem blöden Keule darauf rumzuhacken. Ja, die drei Themen, einmal hier die Produktionssysteme halt noch anders gestalten zu können. Aber cool, was hier schon alles da ist. Und ich finde das der Hammer, dass hier so viele Airbnb-Leute, die einfach hier nur auf den Schicksalsberg hoch wollen, Mordor sehen wollen, dass die vorher hier, dass die hier halten, weil die hier gut übernachten können und dann hiermit konfrontiert werden. Hier war wohl letztens auch so ein deutscher Atomenergiewissenschaftler. Und das hat hier den wohl total zerlegt. Der hat auch die Komposttoiletten nicht nutzen wollen. Finde ich auch nie witzig, dieses sich mit Atommüll beschäftigen, aber nicht mal seine eigene Kacke kompostieren wollen. Hat er nur auch wieder die Flucht ergriffen. Ja, aber dass halt hier viele mit ganz anderen alternativen Ideen konfrontiert werden, die eigentlich nur ganz konservativen Urlaub machen wollen, finde ich schon ziemlich cool. Also das finde ich echt geil. Ja, also Produktionssysteme, dann quasi dieser Konflikt, so das Negative, drauf gucken,
gleichzeitig was Positives schaffen. Ja, und dieses Blut-Maori-Identitätsding einfach, was hier überläuft. Und nicht nur ja hier, das haben wir ja in Deutschland auch. Was ich hier einfach so wiederfinde. Ja, und dann immer dieses Ding auch, wiefern erzählt man von Permakultur, wiefern lebt man es. Ist halt auch schwierig, vor allem wenn man, ja, das ist immer so dieses Ding, ne? Wer sowas hier alles aufbaut, ziemlich alleine, der hat dann vielleicht nicht mehr so viel Zeit, sich noch ums Essen zu kümmern. Wenn da die Woofer nicht cool sind, aber dann fehlt, wo ich merke, ich glaube, da sind wir in Deutschland immer weiter, was Ernährung angeht. Hier haben wir auch, habe ich das schon gezeigt, auf den Lebensmitteln so ein Health Star. Also das zeigt dann an, wie gesund das ist. Und das ist, diese Bewertung ist völlig für den Arsch. Kokosöl hat 0 Sterne von 5. Vielleicht, weil es so fettig ist. Keine Ahnung. Und anderes Zeug, wie Kartoffelchips oder so, hat dann irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Sterne. Das ist teilweise total verrückt. Das macht gar keinen Sinn. Ja, die Ernährung hier ist genauso wie in England einfach katastrophal und das sieht man den Menschen auch oft an. Ich glaube, da sind wir in Deutschland, was Ernährungsbewusstsein angeht, vor allem Richtung Rohkost und wirklich vom Land leben und Wildkräuter und alles, um einiges weiter. Ich meine, die Wildkräuter, damit sind sie auch nicht groß geworden, die kommen ja nicht von hier. Und wie gesagt, das Essen, die Maori-Bäume, die haben nicht wirklich Essen produziert, deswegen glaube ich, war da auch viel Kultur drin, Fleisch zu essen, so, also die ganzen Vögel zu futtern und Kartoffeln, so, ne? Das war, denke ich mal, deren Hauptessen, so. Ja, und jetzt haben sie halt sehr viel Weizen und Käse und so, ist gar nicht gut für die. Gut, genug gequatscht. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen die Ideenkonflikte, die ich hier so beobachten kann, ansprechen und dass ihr da auch irgendwie vielleicht was mit euch macht oder nachdenken könnt. Wie geht man damit um? Ich bin so gespannt und genau, bleibt dran. Bis bald, ciao.